4421 zu 44. Rashford probiert den direkten Freistoß mit dem rechten Innenriss, doch seine Ausführung ist viel zu niedrig angesetzt und bleibt in der Dreimann-Mauer hängen. 4321 zu 43. Pogba wird auf der halblinken Angriffsseite durch eine Rakitic-Grätsche niedergestreckt. 4221 zu 41. Rakitic mit dem Kopf. Der Kroate verlängert einen Messi-Freistoß von der rechten Außenbahn 11 Meter vor dem kurzen Pfosten mit der Stirn in Richtung rechter Ecke. Doch er ist zur Stelle und schnappt sich den Aufsetzer. 4021 zu 41. Rashford dribbelt entlang der linken Grundlinie in den 16er und spielt flach vor die Fünferkante. Lingard lauert auf einen Abschluss, doch Lenglet hat aufgepasst und klärt mit einem Grätschritt. 3921 zu 40. Pogba setzt nach langer Zeit ein Lebenszeichen Uniteds ab, als er aus halblinken 22 Metern mit dem rechten Spann abzieht. Ter Stegen bringt er damit aber nicht aus dem Konzept. Der deutsche Schlussmann kann den wuchtigen, aber unplatzierten Versuch entschärfen. 3621 zu 36. Messi will den fälligen Freistoß aus gut 30 Metern direkt in den Maschen unterbringen. Er schnibbelt jedoch nicht nur über die Fünfmann-Mauer, sondern auch weit über De Geas Gehäuse. 3521 zu 35. Rakitic wird im offensiven Zentrum von Fred zu Fall gebracht. 3221 zu 33. Die Red Devils, die heute rosafarbene Jerseys tragen, wirken in dieser Phase fast ein wenig hilflos, kommen gegen die genauen Kombinationen der Katalanen kaum in die Zweikämpfe. McTominay ist fast schon froh, dass er Arthur im Mittelfeld fuhren kann. 2921 zu 30. Manchester bekommt in den letzten Minuten etwas Ruhe in sein Passspiel, ist aber weit davon entfernt, wie in den ersten 10 Minuten Nadelstiche zu setzen. Wie wäre diese erste halbe Stunde verlaufen, hätte Rashford nach 32 Sekunden nicht die Latte, sondern das Tor getroffen. 2621 zu 27. Arthur treibt das Spiel, gerät auf halblinks mit Tempo an den 16er und spielt auf Alba durch. Der legt direkt nach innen zu Messi ab, der sich nach etwas unsauberer Annahme mit einem linken Spannschuss aus Spitzenwinkel probiert. Die Kugel fliegt weit über De Geas Kasten. 2321 zu 24. Drei Treffer benötigt United im Camp Nou mindestens, um das Ausscheiden zu verhindern. In Paris hat dies im letzten Monat geklappt. Um auch in Katalonien zu triumphieren, müsste das Momentum nun aber recht schnell auf die Seite der Red Devils kippen. 2021 zu 20. Tor für FC Barcelona. 2 zu 0 durch Lionel Messi. Barcelona ist der Vorschlussrunde ganz nahe. Coutinho kann den Ballbesitz im linken Halbraum gerade noch behaupten und leitet auf Messi weiter, der sich erneut aus mittlerer Distanz probiert, diesmal mit dem rechten Innenriss in Richtung flacher rechter Ecke. Doch er ist eigentlich rechtzeitig zur Stelle, doch die Kugel rutscht ihm durch die Finger und landet in den Maschen. 1921 zu 19. United hat gut in das Match gefunden, tut sich aber immer schwerer, im Mittelfeld Gegenwehr zu leisten. Dass der Treffer der Hausherren auf einem Ballverlust im Defensivdrittel beruht, ist für das Solskjaer-Team natürlich besonders ärgerlich. 1621 zu 16. Tor für FC Barcelona. 1 zu 0 durch Lionel Messi. Messi setzt Barça auf die Halbfinalspur. Nachdem Rakitic das Leder auf der tiefen rechten Angriffsseite gegen Young erobert hat, zieht der Argentinier nach innen und dabei per Beinschuss an Fred vorbei. Auf gut 20 Metern zirkelt er das Spielgerät mit dem linken Innenriss präzise in die flache linke Ecke. 1521 zu 15. Rashford wirft im Rahmen eines Gästekonters im halbrechten Offensivkorridor den Turbo an und zieht aus vollem Lauf und gut 21 Metern mit dem rechten Spann ab.
Ter Stegen hat keine Mühe, den Schuss in der flachen halblinken Ecke zu stoppen. 1321:11 nach Ablage von Suarez ist Rakitic auf der linken 16er Seite vor Fred am Ball und will dann am rechten Knöchel vom Brasilianer getroffen worden sein. Schiedsrichter Brüch entscheidet zunächst auf Strafstoß, nimmt die Entscheidung nach Absprache mit Videoassistent Dankert und eigener Inaugenscheinnahme der Szene in der Review Area aber wieder zurück. 1021:09 Jones klärt auf der rechten Abwehrseite vor Alba auf Kosten einer ersten Ecke der Gastgeber. Nach kurzer Ausführung setzen sich die Katalanen erstmals vorne fest, Suarez' Premierenflanke von der rechten 16er Linie vor den langen Posten findet keinen Abnehmer. 821:07 Der englische Vertreter vermittelt einen deutlich wacheren Eindruck und sorgt auch nach der frühen Top-Chance für viel Betrieb im letzten Felddrittel. Ähnlich wie im Old Trafford erlaubt sich Barcelona viele Ungenauigkeiten im Aufbauspiel. 521:05 Youngs Ausführung des ersten Eckstoßes von der rechten Fahne ist viel zu niedrig angesetzt und wird von Busquets problemlos geklärt. 421:04 Ole Gunnar Solskjaer hat nach dem Hinspiel dreimal umgestellt. Anstelle von Luke Shaw, Gelbsperre, Diogo Dalot und Romelu Lukaku, beide auf der Bank beginnen, Phil Jones, Jesse Lingard und Anthony Martial. 321:02 Ernesto Valverde hat im Vergleich zur Startelf, die er vor 6 Tagen im Old Trafford aufgeboten hat, eine personelle Änderung vorgenommen. Auf der rechten Abwehrseite bekommt Sergio Roberto den Vorzug vor Nelson Semedo. 121:01 Rashford trifft nach 32 Sekunden die Latte. Nach einem steilen Martial-Pass von der linken Außenbahn hat Angreifer auf halblinks nur noch Ter Stegen vor sich und versucht, diesen aus spitzem Winkel mit dem rechten Außenriss zu überwindet. Das Spielgerät fliegt aus gut 13 Metern an die halblinke Oberkante des Querbalkens. 121:01 Barcelona vs. United. Das Viertelfinalrückspiel der Giganten ist eröffnet. 121:00 Spiel beginnt 20:57 Uhr. Es ist angerichtet. Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten und lauschen nun der Wettbewerbshymne. 20:41 Uhr Die Schiedsrichterkommission der UEFA hat einen deutschen Unparteiischen auf das Wiedersehen der Vertreter aus der Primera Division und der Premier League angesetzt. Felix Brüch, 43-jähriger Jurist aus München, pfeift seit der Saison 2004/2005 in der Bundesliga und ist seit mehr als 10 Jahren in der Champions League unterwegs. Bei seinem zweiten K.O.-Phaseneinsatz in der laufenden Saison unterstützen ihn die Linienrichter Marc Borsch und Stefan Lupp. Vierter Offizieller ist der Tscheche Pavel Karlovec. 20:36 Uhr Der Glaube ist wichtig. Gegen PSG haben wir gesehen, dass wir gegen ein großes Team das Comeback schaffen können. Barcelona ist historisch gesehen besser, aber wenn wir alles geben, uns besser konzentrieren, können wir es schaffen. Diese Konzentration ist der Schlüssel. Wenn wir ohne Gegentor bleiben, sind wir dabei. Wir wissen, dass wir nach Standards Tore schießen können, wir sind größer, aber wir müssen gut verteidigen. Wir müssen fitter sein und immer weitermachen, gibt Ole Gunnar Solskjaer die Marschroute vor und hofft auf eine lange Europapokalnacht im Camp Nou. 20:30 Uhr In der Premier League war der MUFC im Heimspiel gegen den West Ham United FC am Samstag auf 2 von Paul Pogba verwandelte Strafstöße angewiesen, um 3 im Rennen um die Champions League-Ränge sehr bedeutende Zähler einzusammeln, nachdem 2 der 3 vorherigen Partien verloren worden waren. Vor schwierigen Restaufgaben belegen die Red Devils derzeit nur Rang 6 und haben 2 Zähler vorzuweisen als der Arsenal FC, der nicht mehr die ganz großen Vereine auf dem Terminkalender hat. 20:25 Uhr Die Sympathisanten des Manchester United FC haben sich geärgert, dass die Red Devils das wackelige Gastspiel der Katalanen im Old Trafford nicht für ein besseres Ergebnis nutzen konnten.
Trotz einiger Einladungen Barkas konnte sich der Club, der in der heutigen Spielstätte im Mai 1999 dank des Siegtreffers seines heutigen Trainers Ole Gunnar Solskjaer das legendäre CLN-Spiel gegen den FC Bayern München gewann, so gut wie keine klaren Strafraumszenen erarbeiten. Wie im Achtelfinale gegen den Paris Saint-Germain FC benötigt United in der Fremde einen Sieg. 20:20 Uhr, wir haben ein Auswärtstor geschossen, aber wir können uns darauf nicht ausruhen. Wir wollen unserem Stil treu bleiben, aber wir wissen auch, was sie für einen Angriff haben. Das Spiel darf kein Schlagabtausch werden. Wir wollen nicht, dass sie ein Tor erzielen, aber unsere Strategie wird sein, anzugreifen, alles andere wäre absurd, setzt Ernesto Valverde auf die gewohnt angriffslustige Taktik der Blaugrana, die unter seiner Verantwortung im Viertelfinale der Vorsaison bei der AS Roma einen 1:4 Vorsprung verspielten. 20:15 Uhr, die komfortable Lage in der Primera Division hat es zugelassen, dass Ernesto Valverde am Wochenende alle Feldspieler aus der Startelf nehmen konnte, nur Torhüter Marc-André Ter Stegen stand beim torlosen Unentschieden bei Schlusslicht SD Hüske 90 Minuten lang auf dem Rasen. Durch Atleticos späteren 2:0 Heimsieg gegen den Real Club Celta de Vigo hat sich der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger zwar auf 9 Punkte verringert, doch bei nur noch 6 ausstehenden Partien bleibt die 26. Meisterschaft Formsache und der Fokus liegt auf der Königsklasse. 20:10 Uhr, mit dem Resultat war man im Lager des FC Barcelona am letzten Mittwoch natürlich zufrieden, doch mit dem Auftritt im Old Trafford blieb die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde weit unter ihren Möglichkeiten. Infolge eines vielversprechenden Beginns, der mit dem von Suarez erzwungenen Führungstreffer gekrönt worden war, präsentierte sie sich ungewohnt nachlässig und war weit von einer abgeklärten Leistung entfernt. Eine Vorentscheidung gegen einen offensiv recht harmlosen Gastgeber wurde deshalb verpasst. 20:05 Uhr, in dieser dritten Aprilwoche werden durch die Halbfinalrückspiele in der Champions League die 4 Clubs ermittelt, die sich zu den 4 besten Europas in der Saison 2018-2019 zählen dürfen. Das ist dem FC Barcelona seit 2015, dem Manchester United FC sogar seit 2011 nicht mehr gelungen. Ungeachtet des Spielausgangs haben beide Weltvereine in fußballerischer Hinsicht noch etwas gut zu machen, bewegten sich die ersten 90 Minuten im Old Trafford doch auf einem unerwartet niedrigen Niveau. 20:00 Uhr, einen guten Abend aus dem Camp Nou. Im Kampf um den Halbfinaleinzug der Champions League hat der FC Barcelona gegenüber dem Manchester United FC einen Vorteil, gewannen die Katalanen vor 6 Tagen im Old Trafford doch mit 1:0. Ziehen die Blaugrana erstmals seit 4 Jahren in die Vorschlussrunde ein oder setzen die Red Devils ihre europäische Wiederauferstehung doch noch fort? Let's block it's why.